Lobo Fuego, der Name ist Programm. Nein, nicht du. Du kannst zurück in die 90er. Hier geht es um Fuego, das Feuer. Das Feuer, das in den Lungen der Kinder brennt, die sich auf den kleinen Kunstrasenplätzen die Seele aus dem Leib brennen. Unseren 2000er Kids gefiel die Halle. Einige kannten sie bereits von diversen Geburtstagsfeiern. Und so tobten sie sich bereits schon lange vor Spielregeln aus. Mit angereist waren auch die favorisierten Bauernjunger und ihren Trainer Steffen. Und für Steffen war klar, den Turniersieg schön festhalten. Aber so einfach wollten es ihm die anderen Mannschaften um Oranje, Marienfelde, Eintracht Mahlsdorf und Askania Köpenick nun doch nicht machen. Wir gehen gleich rein ins Spielgeschehen und im ersten Spiel zwischen Eintracht Mahlsdorf und Oranje Berlin. Gespielt wird auf einem kleinen Kunstrasenfeld mit Bande und ohne Aus, und während draußen auf dem großen Rasen nach dem Anpfiff sich ein paar Kinder noch die Schuhe zubinden, steht es hier mal schnell 2:0. Das ist typisch für so ein kleines Feld. Jeder Schuss ist ein Treffer. Es gilt also, mit voller Wucht Tore zu verhindern. Das ist den Oraniern in ihrem ersten Spiel eher weniger geglückt, und die Eintracht aus Mahlsdorf zeigte gleich mal, um den Titel werden sie ein deutliches Wort mitreden können. Am Ende hieß es 3:1 für den BSV, man achte mal darauf, nach nicht mal 2 Minuten sind bereits 4 Tore gefallen. Der Treffer zählt nicht, jeder Freistoß muss indirekt ausgeführt werden. Und wir machen gleich weiter, Bauunion gegen FC Stern Marienfelde. Und der Favorit auch gleich mit der ersten Chance nach nicht mal 30 Sekunden. Und wieder Bauunion im Vorwärtsdrang. Kleiner Pass nach zur Seite, Schuss und super gehalten von Marienfelder. 5. Minute, Marienfelde im Vorwärtsdrang. Der Ball kommt an die Mittellinie, Schuss und was ist das? Plötzlich steht es 1:0 für Marienfelde. Auweia, auch die Kamera hat an diesem Tag Schwerstarbeit zu leisten gehabt. Aber alles nochmal gut gegangen, der Ball kommt zu Johann knapp vor dem 9-Meter-Raum und es steht 1:1. Knapp 1,5 Minuten, Marienfelde im Vorwärtsdrang, und ehe sich Bauunion versehen kann, steht es 1:2 gegen den Titelfavoriten. Und das war's dann auch schon. Eine etwas überraschende Niederlage. Wir gehen gleich weiter zum Spiel unserer Askania. Und wir mussten gleich gegen die Mahlsdorfer ran. Wer sich erinnert, im ersten Spiel führte der BSV nach 1 Minute mit 2:0. Und auch hier sollte es nicht anders aussehen. Am Ende bekamen wir doch ein bisschen unsere Grenzen mit diesem Spiel aufgezeigt und verloren unglücklich mit 0:7. Ich sagte es ja bereits, bei so einem kleinen Feld ist jeder Schuss ein Treffer. Es gilt also, Tore zu verhindern. Und wenn man schon kein Glück hat, dann bekommt man doch noch so eine schöne Zaubertore in seinen Kasten. So, die erste Runde ist rum. Eintracht Mahlsdorf führt souverän vor Stern Marienfelde. Und die Marienfelder durften gleich mal gegen Oranje Berlin ran. Ne, 7:0 haben sie verloren. 3. Minute, 1:0 für Marienfelde. 4. Minute, 2:0 für Marienfelde. Jeder Schuss ein Treffer. Doch dann hat sich Oranje besonnen, und was die Marienfelder können, können auch die Oranje schützen. Nur noch 2:1 und noch 4 Minuten zu spielen. 8. Minute, Abschlag Marienfelde. Der Ball kommt unglücklich zu einem Spieler von Oranje. Der zieht einfach ab und schon steht es 2:2. Das war auch der Endstand. Wir gehen sofort weiter zu Askania gegen Bauunion Berlin.
Und Steffens Truppe legte sofort los wie die Feuerwehr. Unser Torwart Eddie bekam gleich mal einen Satz warme Ohren bzw. warme Handschuhe. Die Bauunioner sind sowas wie der Angstgegner von Askania. In meiner gesamten Karriere, die ich bei diesem Verein schon bin, kann ich mich an keinen einzigen Sieg unserer Askania über die Bauunioner erinnern. Und das sollte sich heute auch leider nicht ändern. Am Ende verloren wir auch dieses Spiel unglücklich mit 5:1. Den Ehrentreffer erzielte Philipp mit einem sehenswerten Weitschuss über den gegnerischen Torwart. Kurze Diskussion, war der Ball jetzt über der Mittellinie oder nicht? Ich denke mal, er war knapp hinter der Mittellinie. Oh je, es ging sogar am Ende 1:6 gegen Bauunion aus. Wir gehen rüber zum Spiel Marienfelde gegen Eintracht Mahlsdorf. Beide Mannschaften waren zu diesem Zeitpunkt noch ungeschlagen und rechneten sich hohe Chancen auf den Gesamtsieg aus. Wir sind bereits in der 9. Minute und der BSV führt 0:1. Ein leicht verunglückter Abschlag vom Torhüter, was in so einer kleinen Halle höchst gefährlich ist, und Marienfelde kommt so noch zum verdienten 1:1 Ausgleich. Auch nach der zweiten Runde führt Mahlsdorf souverän vor Marienfelde, Bauunion ist nur Dritter. Wir kommen zum Spiel unserer Askania gegen Oranje und irgendwie war bei diesem Spiel komplett der Wurm drin. Ich glaube, jede Mannschaft hat einmal im Jahr einen Tag, der beschissen läuft. Die Bayern verlieren immer regelmäßig gegen Borussia Mönchengladbach, Dortmund immer gegen die Bayern und Askania hat sich halt den 7.1. als Tag ausgesucht, an dem alles schiefgegangen ist. Und auch Eddie kann sich dem nicht verschließen. Sei es drum, auch so ein Spiel muss man einfach mal durchstehen. Und unsere Jungs haben bewiesen, dass sie das können. Sie haben bis zur letzten Minute erhobenen Hauptes auf dem Platz gestanden. Naja, außer Eddie, der hat mehr gelegen. Nun denn, irgendwann war es dann auch zu Ende und wir kommen weiter zum nächsten Spiel, Eintracht Mahlsdorf gegen Bauunion Berlin. Wollten die Bauunioner überhaupt noch irgendeine Chance auf den Gesamtsieg haben, mussten sie dieses Spiel unbedingt gewinnen. 33 Sekunden rum, irgendwie kommt der Ball an der Außenlinie zu einem Unioner, fällt ihm auf den Fuß, bisschen Geplänke, ohne viel Technik und plötzlich steht es 1:0. Weiter geht's. Zweite Minute. Über die Außenlinie läuft wieder ein Bauunioner, zieht ab und aber gehalten. Die Bauunioner standen mit 4 Spielern im Strafraum der Mahlsdorfer. So ergeben sich die Chancen und schon steht es 2:0. Aber die Mahlsdorfer wollten sich hier nicht aufgeben und kamen zu sehenswerten Chancen. Irgendwie bekommen die Bauunioner nicht den Ball aus der Gefahrenzone und plötzlich steht es nur noch 2:1. Und Mahlsdorf macht weiter Druck. Der Ball kommt irgendwie vor die Füße des 21er. Der hat das Auge für seinen Mitspieler und schon steht es... Ach, gehalten. Am Ende entwickelte sich ein richtig harter Fight hier um den Sieg. Kurz geschüttelt und weiter geht's. Nächste Chance für die Mahlsdorfer. Und der Torwart von Bauunion war wirklich gut drauf heute. Letzte Sekunden laufen, schafft Mahlsdorf noch den Ausgleich? Nein, das war's. Bauunion gewinnt ganz knapp mit 1:2 gegen Eintracht Mahlsdorf. Wir kommen zum letzten Spiel unserer Askania und auch wenn dieses Spiel ebenfalls verloren gegangen ist, so war es doch das Beste unserer Jungs. Wir haben hier gefightet, wir sind hier alle nach vorne gerannt, wir sind alle wieder zurückgerannt, wir haben wirklich gekämpft und wir haben nach 2 Minuten bereits wieder 2:0 zurückgelegen.
Und wenn ich mir als Außenstehender einen klitzekleinen Hinweis erlauben darf, vielleicht sollten die Jungs einfach morgens eiskalt duschen. Diese Schrecksekunde ist das beste Training, um sofort hellwach zu sein und ein Garant dafür, hier zu gewinnen. Hier ein schönes Beispiel, wie unsere Askanier um jeden Ball gefightet haben. Christian ist übrigens Torwart, kämpft an der Ecke. Irgendwie kriegt er den Ball raus und schon ist die Situation geklärt. Ich hab sie auf der Kamera. Was bleibt? Trotz der Niederlagen sind wir mit erhobenem Haupt vom Platz gegangen. Und ich persönlich bin der Meinung, es lag weniger an den Jungs, sondern mehr daran, dass wir mit dieser ungewohnten Spielsituation 4:1 nicht klargekommen sind. Denn wenn wir mal zu viert vor dem gegnerischen Strafraum aufgetaucht sind, fing der Gegner auch an zu schwimmen. Und so haben sich wunderbare Chancen ergeben, so hier für Julian, der beinahe noch das 7:1 erzielt hätte. Was soll's, Turnier abhaken, Kopf freikriegen, weitermachen. Aber ein Spiel fehlt ja noch und der Blick auf die Tabelle zeigt, das hat's in sich. Bauunion gegen Oranje Berlin. Mit einem Sieg können die Unioner Erster werden, die Oranje sogar noch Zweiter. Ein Unentschieden nützt gar keinen der beiden Mannschaften. Und los geht's. Bauunion musste also gewinnen, um am Marienfelde vorbeizuziehen, aber die erste dicke Chance hatte Oranje Berlin in der 46. Sekunde. Aber auch hier super gehalten. Ein Angriff nach dem anderen rollte auf das Bauunioner Tor zu. Es schien fast so, als wären sie gelähmt, ob der Chance hier den Titel zu holen. Wie lange wird Bauunion wohl diesem Angriffsdruck standhalten können? Nur bis zur dritten Minute. Rechte Seite, der Ball kommt irgendwie vor die Füße eines Oranje-Stürmers, der zieht trocken ab und es steht 0:1. Nach 4 Minuten wachen die Bauunioner auf und merken, dass ihnen die Zeit davonläuft. Und selbst bei einem Unentschieden würden sie nicht Erster sein. Leicht verunglücktes Tackling vom Oranje-Spieler. Der Bauunioner kommt an den Ball, zieht ab und es steht 1:1. Doch trotz des Ausgleichs bleibt Oranje am Drücker und hat die eindeutig besseren Chancen. Hier, der Ball geht nur knapp drüber. Nächster Angriff, nächste Chance. Der Ball kommt irgendwie vor den Torwart, aber kann noch geklärt werden. Wir sind bereits in der 8. Minute immer noch 1:1 und jetzt macht Oranje alles klar. Nein, der Torwart von Bauunion läuft raus und verhindert so den 1:2 Rückstand. Bei dieser Aktion hat er sich wohl leicht am Kopf verletzt, konnte aber am Ende weiterspielen. 8. Minute, Bauunion wirft jetzt alles nach vorne, aber erzielt immer noch keinen Siegtreffer. Oranje kommt in dieser Phase gar nicht mehr aus der eigenen Hälfte raus, aber Bauunion schafft es nicht, den Ball ins Tor unterzubringen. Zur Erinnerung, ein Unentschieden reicht nicht aus. Und jetzt macht Oranje den Sack zu. Frei vom Tor und er schießt tatsächlich daneben. Unglaublich, aber das Spiel wurde abgepfiffen, der Ball war über die Mittellinie. Noch 40 Sekunden und Johann packt dann diesen Hammer aus und Bauunion führt 2:1. Das war's. Dem hatte Oranje Berlin nichts mehr entgegenzusetzen. Bauunion schaffte sogar noch den Treffer zum 3:1 Endstand. Glückwunsch, Steffen. Das nenne ich mal ein Herzschlagfinale. In letzter Sekunde ein Spiel gedreht und den Turniergesamtsieg geholt. Aber eins verspreche ich dir in diesem Siegestaumel. Das nächste Spiel gegen Askania wirst du nicht gewinnen. Hier noch kurz die Tabelle für alle Statistikfans. Und das letzte Wort gehört dem Veranstalter. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye. Ja, der Ball geht nicht los, das kostet auch nicht los. Das haben wir auch schon mal gesehen. Aber dafür konnten wir super wechseln an der Mannschaft. Daumen nach oben, toller Fußball, oder Trainer? Ja.